Promi-Geflüster, heute wieder mit einer neuen Ausgabe und es ist immer wieder toll, wenn wir auch wiederum neue Gesichter hier bei uns in unserem Format präsentieren können. Und so einen, den habe ich jetzt hier. One-Way-Ticket heißt seine aktuelle Single, so genau. Und er ist Deutsch-Amerikaner und ich glaube, ich habe ihn jetzt in Berlin erwischt, den Kevin Brian Smith. Halli, hallo, grüße dich. Hallo, mein Lieber, schön, dass ich dabei sein darf bei dir. Natürlich, freut mich, ganz genau. Ja, gerade erzählt hier neue Single am Start, ganz frisch, auch jetzt so im Jahr 2021, wo eigentlich alles doch ein bisschen anders abläuft durch Corona. Klar, eigentlich wollte ich es jetzt gar nicht erwähnen, aber jetzt haben wir es doch wieder drin. Es gehört dazu. Müssen ja positiv denken irgendwo. Nee, also von daher immer wieder toll, wenn auch neue, sage ich mal, neue Leute den Schlagerbereich erobern. Du bist da in dem Fall recht neu drinnen, ne? Ja, wir haben jetzt seit 19 Wochen, war ich jetzt mit meiner aktuellen Single, die noch übrigens immer noch in den Airplay-Charts ist, mit Wunder, haben wir gesagt, nee, wir müssen jetzt endlich mal wieder was hinterherlegen. Und dann war für mich klar, es muss einfach dieser Song sein. One-Way-Ticket ist der Song, der ins Jahr 2021 für mich starten muss. Nee, der klingt auch ganz gut. Ist ja auch, sage ich jetzt mal, kein Mitklatschschlager, wie man sonst so kennt, die Schlagersachen, sondern es hat schon wirklich auch Niveau und da legst du auch selber Hand mit an. Du bist ja auch Singer-Songwriter, ne? Genau, also alle Songs, die schreibe ich halt auch mit einem ganz tollen Team, die natürlich sehr viel Erfahrung auch schon haben. Für Helene Fischer und Maite Kelly, Wolfgang Petri, Roland Kaiser und so weiter geschrieben haben. Unfassbar tolle Songwriter, von denen ich auch sehr, sehr viel Input bekomme und auch die Kreativität, die man so braucht. Ne? Und dann ist dieser Song zum Beispiel auch entstanden in einer wundervollen Kombo, als ich für mich gesagt habe, ich brauche einen Song, der wirklich für diese Liebe steht für immer. Das haben wir dann kreiert. Das war mein großer Wunsch. Nee, ist gut gelungen. Also hat wirklich was, genau. Danke. Ja, wer natürlich Kevin Brian Smith vielleicht sagt, irgendwo habe ich ihn doch schon mal gesehen, der liegt natürlich auch richtig. Wir haben es gerade nochmal so kurz zurückgerechnet. Es muss 2016 gewesen sein, DSDS zumindest. In den Vorrunden hat er sich ganz gut platziert und hat damals auch von der Jury gleich volle Punktzahl bekommen und kam somit eine Runde weiter. Wie lief es denn dann weiter? Also ich habe ja in meinem Jury-Casting habe ich ja von allen wirklich ein Ja bekommen. Und dann habe ich meinen Recall-Zettel gehabt und dachte mir, super, es geht jetzt weiter. Und dann kommt ja dieser Deutschland-Recall, da haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Allerdings habe ich da schon gemerkt, dass das nicht ganz so meins ist. Und bin dann zwar auch noch eine Runde weitergekommen, allerdings für mich war dann zu Ende. Ich habe dann gesagt, ich möchte gerne aufhören und einen anderen Weg gehen, nämlich den Weg, den ich jetzt letztendlich gehe mit meiner eigenen Musik, mit meinen eigenen Texten. Und bin sehr happy, dass ich dann auch jemanden damals kennengelernt habe, mit dem ich heute immer noch sehr viel zusammenarbeite. Der liebe Tobi. Tobi Reitz? Tobias Schwall heißt er. Nochmal ein anderes und Tobi. Okay. Genau. Den kennt man auch wahrscheinlich unter Franz Rapid. Der macht auch sehr viele Remixe Das ist schon eher sehr große Arbeit, Künstler. Ja. Ja, sehr gut. Und dann, das war 2016, dann bis jetzt sind ja jetzt eigentlich schon wieder 5 Jahre fast vergangen. Was hast du in der Zeit eigentlich gemacht? Ja, wir haben, also ich habe halt mit Tobi mich hingesetzt und wir haben gesagt, wir möchten jetzt sehr, sehr viel lernen. Ich musste mich als Künstler und auch als Sänger erstmal finden und ich wusste noch gar nicht so, wo die Reise hingehen soll. Und Tobi hat immer gesagt, Kevin, wir müssen uns Zeit nehmen, das ist ganz wichtig. Und
Dann hab ich gesagt, gut, wir haben ja auch die Zeit, es läuft ja nichts weg. Und in der Zwischenzeit haben wir sehr viele Songs geschrieben. Also wir sind jetzt ungefähr bei 25 Tracks, die schon fertig sind. Und bin sehr gespannt, was wir davon dann auch nehmen oder vielleicht auch noch anderen Künstlern mal anbieten können. Das steht ja noch ganz offen, ne? Dann könnte es also durchaus sein, dass man da auch mal in absehbarer Zeit ein Longplay erwarten kann, oder? Macht das noch Sinn in der heutigen Zeit überhaupt? Ja, also auf jeden Fall. Die Nachfrage ist auch schon sehr hoch von meinen Fans und von meinem Publikum generell. Die fragen schon immer, wann kommt denn endlich dein Album raus? Und ich sage immer, wir müssen natürlich noch ein bisschen warten. Ne? Wir wollen jetzt erstmal natürlich noch eine Single bringen, so wie jetzt mit One-Way-Ticket. Das ist erstmal in den Startlöchern. Und dann schauen wir weiter, wie es weiterläuft. Umso mehr Unterstützung und umso mehr meine Musik mögen, umso schneller könnte ich mir auch vorstellen, dass das Album dann auch da ist. Ja, klar, sehr gut. Tja, und wenn man dann jetzt natürlich auch die Social Medias dann hernimmt, da funktioniert natürlich auch noch mal vieles ganz anders, als man vielleicht vor 10, 20 Jahren noch gedacht hat, wo das dann alles noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen stand, wo wirklich nur noch, sag jetzt mal, die öffentlich-rechtlichen Sender da waren und Radio und Fernsehen und so weiter. Da hat sich doch auch schon einiges mehr entwickelt und muss man natürlich auch alles bedienen, das ist auch ganz klar, ne? Das stimmt. Also gerade Social Media Bereich darf man nicht unterschätzen. Also gerade auch als Künstler, man muss halt wirklich präsent sein für sein Publikum. Man muss schauen, dass man auch diese Nahbarkeit behält. Und auch jetzt, ganz ehrlich, in dieser Corona-Zeit ist es wichtig, dass für das Publikum, also wirklich so nahbar zu machen, wie man es eigentlich kann. Ja? Also es ist jedem natürlich selbst überlassen, wie nahbar er sein möchte. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, jede einzelne Frage zu beantworten, jede Mail selber auch zu beantworten und nicht beantworten zu lassen. Und jedes Like, was ich bekomme, jedes wirklich Kommentare, ich lese alles, ich schaue mir das an. Es ist mir sehr, sehr wichtig und deswegen habe ich wahrscheinlich auch so eine tolle Community Das hinter irgendwo, mich stehen. muss ich es ja bezahlt machen und wieder was zurückkommen. Genau. Was bedienst Genau. du hauptsächlich denn am meisten? Wo bist du denn so? Instagram, Facebook, YouTube? Ja, also im Moment bin ich sehr viel bei TikTok unterwegs. TikTok, das ist ja das ganz TikTok Neue, ne? ist absolut im steilen Level. Instagram bin ich natürlich auch sehr viel. Ansonsten, was sehr verrückt ist, ich habe ja einen eigenen Newsletter auf meiner Homepage und da habe ich so viele Follower dazu bekommen. Und weil die sagen, hey, das ist cool, dass du Instagram und so weiter hast, aber wir möchten natürlich die Infos von dir direkt haben. Und ich habe auch tolle Gewinnspiele, die dann immer mal sind, so wie ganz aktuell. Und das ist wahrscheinlich auch diese Nahbarkeit, was die Leute von mir haben dadurch. Weil nur die Newsletter-Abonnenten bekommen unter anderem ja dann eben eine E-Mail, wo ein ganz privates Video von mir auch zugesandt wurde, Ja, also für die Leute, ne? ganz klar, ganz klar. Ja, jetzt wenn man deine Biografie so ein bisschen durchliest, da muss man Ja. jetzt auch ein bisschen drauf kommen. Also für die Zuschauer, die dich jetzt noch nicht so kennen, für die ist es vielleicht ganz interessant, da mal ein bisschen auch zu erfahren. Also mir kam so vor, dass du eigentlich wirklich eine sehr spannende und vielleicht für dich auch ja, sehr ja, schwere Kindheit gehabt hast. Ich weiß es nicht. Wie ist es? Was kann man erzählen? Ja, was heißt schwer? Also sagen wir es mal so, ich hatte die ersten 6 Jahre bin ich relativ normal groß geworden in einer Familie mit Mama, Papa und Geschwistern, bis sich dann meine Eltern getrennt haben und meine Mutter sehr schwer krank wurde und mein Dad in die USA wieder zurückgegangen ist, musste ich irgendwo bleiben und bin dann 6 Jahre im Kinderheim groß geworden dadurch. Meine Mutter konnte leider aus gesundheitlichen Gründen nicht auf mich aufpassen. Und ja, das war eine sehr intensive Zeit in meinem Leben. Allerdings bin ich auch irgendwie sehr dankbar, dass ich das
erleben durfte, weil es wirklich was Besonderes auch war. Aber auch nur, weil ich so ein gutes Elternhaus im Vorfeld hatte. Ich habe viele Jugendliche und Kinder bei mir in der Gruppe gehabt. Wir waren manchmal 10 bis 12 Jugendliche und Kinder. Die haben von zu Hause, die haben Schläge kennengelernt und mit Alkoholexzessen, Drogen, und also die schlimmsten Sachen, die man sich wirklich vorstellen kann aus dem Elternhaus. Und dann kam ich mit einem ganz normalen Elternhaus, ne? Für mich war das ein Riesenumschwung auf einmal, aber es hat mich trotzdem schon mit 10 Jahren, das muss man mal dazu sagen, mit 10 Jahren bin ich ins Kinderheim gekommen. Da habe ich für mich schon beschlossen, okay, jetzt bist du hier und du bist jetzt auf dich eigentlich alleine gestellt, weil deine Familie ist gerade nicht mehr da. Und jetzt musst du schauen, wie du deinen Weg gehst. Ich war in der 4. Klasse. Ne, und ich wusste, okay, wenn ich jetzt meine Schule nicht richtig mache, dann bekomme ich keine Ausbildungsstelle, dann bekomme ich keinen Job, dann weiß ich nicht, wie mein Leben läuft. Und ich hatte immer vor meinen Augen, und so schlimm, wie sich das anhört, aber ich hatte immer vor meinen Augen die Familien von den Kindern und Jugendlichen, die bei mir in dieser Gruppe waren. Und ich habe immer gesagt, so möchtest du nicht werden. Ja, also ich hatte da sehr viel Willenskraft und Stärke schon in jungen Jahren und hoffe immer auch, dass alle anderen, die das so hören und erleben oder erleben müssen, kommt darauf an, in welcher, ne, Position, sich vielleicht dadurch ein bisschen Kraft und Mut holen. Ja. Oder mich auch einfach mal anschreiben. Ich bin da sehr offen und rede da auch drüber. Ja, das sind natürlich Themen, die sind natürlich, die betreffen unter Umständen auch andere, klar. Und dann jetzt natürlich die Frage, wann kam es dann bei dir zum Musik? Wann hattest du da den Drang sozusagen, jetzt mache ich Musik? Oder ja, wie ging es da los? Also Musik mache ich ja schon, es ist ganz verrückt, eigentlich mein ganzes Leben lang, weil meine Mutter hat schon angefangen, als ich in der Wiege war, hat sie Musik angemacht und ich war das süßeste Kind ever. Und mit 4 Jahren habe ich dann angefangen, wirklich Blockflöte zu lernen, im Kindergarten noch und richtig Noten. Und dann ging das halt weiter, dann habe ich Gitarre gelernt, dann habe ich Klavier gelernt und bei Klavier bin ich halt auch hängen geblieben, weil das halt für mich so mein Instrument war. Da habe ich gesagt, da fühle ich mich richtig zu Hause. Bei der Gitarre war ich jetzt nicht so dabei. Ne? Ich weiß, wie sie funktioniert. Ich spiele auch gerne mal so ein bisschen Klimper hier, Klimper da. Aber dann war es doch, aber beim Klavier, boah, da gehe ich ab. Ne? Schwarzen und weißen Tasten, genau. Genau. Und mit dem Gesang fing es erst nach dem Stimmbruch an. Also da war ich schon 14. Ja, und dann die Bahn, die Karriere, dann sage ich jetzt mal, das Ganze professionell zu machen. Wann ging es da in die Richtung oder wann hast da die Leute aus dem Studio kennengelernt? Oder Leute, die dich da weiterbringen? Also die ersten Dinge sind wirklich durch meine Drag Queen Zeit entstanden. Da habe ich nämlich Sebastian Rezel kennengelernt von The Baseballs. Ja, Das war ein der war auch schon bei Backstage. uns zu Gast, genau. Ja. Und durch ihn habe ich den Tobi dann kennengelernt, nach vielen, vielen Jahren. Und ja, er hat gesagt, Mensch, ich zeig dir mal jemand hier, guck mal, das ist Tobi da. Und so sind wir halt zusammengekommen. Und Tobi hat mich dann halt mit in seine Musikwelt genommen. Und dann habe ich die Ela Steinmetz, also die Ela kennengelernt und Stefan Raab und das ganze Haus 2000 und so viele Menschen. Es ist unfassbar, wie viele tolle Musiker, Songwriter, Produzenten über meinen Weg dann gelaufen sind. Und ich einfach nur dankbar war für jeden Moment. Genau. Zu den Baseballs muss ich noch ganz kurz sagen, ein Mitglied davon, der gibt schon gar Wurzeln hierher nach Reutlingen, da wo ich zu Hause bin. Ja, Einer davon. Ja. es ist der Digger. Jetzt frage ich mich nicht wieder. Ich glaube, ja. Also hat er auch einen Sohnemann, der hat auch schon hier bei The Voice Kids sich mal beworben gehabt. Genau. Ja. Ja, so klein ist die Welt manchmal, ne?
Ganz genau. Wahnsinn, Und ja. Berlin, da ist natürlich der Puls der Zeit. Das ist klar, da passiert sehr, sehr viel. Ganz genau. Weißt du, was auch total verrückt ist? Was denn? Ich habe meinen ersten Song, also nicht meinen ersten direkten Song, sondern der erste Song, den ich geschrieben habe für einen anderen Künstler, der ist bei Sebastian Rietzel auf dem Album. Auf seinem Soloalbum ist Okay. ein Song drauf, den ich mit Tobi und ihm zusammen geschrieben habe. Und darüber bin ich sehr, sehr stolz. Nee, das glaube ich, genau. Ja, sehr schön. Also da geht's dann durch die Bank weiter, genau. Und Drag Queen, du hast es gerade erwähnt, das hast natürlich abgeschlossen, das und hinter dir gelassen. Aber was war das für eine Zeit, sich mit solchen, ja, sich so in Frauenkleider zu schlüpfen, sage ich mal, ne? Also an sich macht das natürlich super Spaß. Jeder kennt das auch durch Fasching und ne, Karneval, dass man auch sich gerne mal in andere Rollen hineinbegibt oder auch im Fernsehbereich. Das ist ja auch wie Schauspiel. Und bei mir war es generell so, dass es für mich eine Rolle war und ein Job. Und da war es auch überhaupt kein sexueller Hintergrund irgendwie für mich, sondern ich habe das wirklich gemacht. Ich habe damit Geld verdient. Ich habe mir da eine Figur aufgebaut, die auch sehr erfolgreich war. Ich habe sehr viele eigene Veranstaltungen gehabt. Ich habe im Monat zum Beispiel 14 Mal Bingo moderiert in Berlin, was sehr erfolgreich lief. Ich war bei der ersten Staffel von Berlin Tag und Nacht mit dabei, auch als Doppelrolle, als Drag Queen und als Mann. Und ich habe auch zum Beispiel, war ich auf der Bühne mit Kesha. Das ist eine US-Sängerin auf dem höchsten Level, wo ich dachte, wow, die hat sich für mich entschieden, letztendlich dort auch, dass ich mit ihr auftreten kann in der Oliver Pocher Show. Wahnsinns verrückte Geschichten, ne? Klingt alles sehr spannend, doch, definitiv, genau. Wo kann Ja. man dich denn jetzt in nächster Zeit auch in den Medien erleben, wenn es überhaupt wieder möglich ist gerade? Ich weiß ja nicht, gibt es TV-Shows, die anstehen? TV-Shows sind wir noch im Gespräch. Da haben wir ein paar Dinge auf dem Tisch liegen. Wir werden mal schauen, wie wir das umsetzen können, gerade auch mit dem Song. Und ich würde natürlich am liebsten alles mitnehmen, so wie es geht, klar, Klar. weil es macht mir natürlich riesig viel Spaß auch. Aber wir müssen ja irgendwie schauen, dass das auch alles zeitlich funktioniert. Wir Natürlich. wollen ja jetzt erstmal losstarten. Wir gehen jetzt in die Radiostation, da kommen die ganzen Interviews noch dazu. Wir haben natürlich auch noch immer noch diese Pandemie-Geschichte, die wir auch noch ein bisschen befolgen müssen. Und Ganz klar. deswegen versuchen wir so viel wie möglich natürlich auch dann mitzunehmen. Und ansonsten gibt es mich ganz aktuell natürlich auf Clubhouse zum Beispiel. Da bin ich auch bei einigen Events mit dabei. Und natürlich, ich bin immer live auch bei TikTok. Sehr Ne, schön. also richtig mit richtig Konzerten und dann 2, 3 Stunden. Ja, richtig, richtig gut. Genau. Ja, wo habe ich dich jetzt gerade erwischt? Bei dir sieht es so schön golden im Hintergrund aus und wenn man ein bisschen um die Ecke blickt, hat so ein bisschen einen Barcharakter. Ja, ich sitze hier in Berlin in einem wunderschönen Restaurant, was natürlich im Moment geschlossen hat durch Corona. Aber ich nutze diese Öffentlichkeit hier, um für alle Leute zu singen. Hier kann ich auch so laut sein, wie ich möchte. Hier habe ich eine richtige Anlage komplett stehen Okay. und mache hier meine Konzerte, meine Live-Konzerte im Internet. Toll. Wann geht's da? Gibt's da wieder was? Wann kann man dich da wieder als Live-Konzert erleben? Es geht gleich los. Am Valentinstag gibt es, genau, um 20 Uhr gehe ich live bei TikTok und da gibt es dann, ich musste gerade die Uhrzeit nochmal checken, weil ich habe so ein paar Sachen noch im Kopf, deswegen. Aber um 20 Uhr geht es dann los, Valentinstag und ich singe die größten und die schönsten Liebeslieder für eure Liebsten, für meine Liebsten. Und man darf sich natürlich auch immer was wünschen. Also auch wenn du gerne dabei bist und du möchtest unbedingt gern ein Herzenssong haben, dann notieren wir das. Ich muss natürlich gestehen, gut, viele wissen es natürlich, draußen 14. Ich habe das
Vergnügen sozusagen am 14. Februar Geburtstag zu haben. Oh, na, umso besser. Das ist natürlich grandios, ne? Da bin ich jetzt gespannt, was du dir da einfallen lässt. Na, dann singe ich natürlich auch Happy Birthday für dich. Okay. Na, also, wenn schon, Da denn schalte ich schon. ein. Aber ich singe Da schalte ich natürlich auch ein. noch ein anderes, ein schönes Lied fürs Herzchen dann für dich. Ja, da lassen wir noch was einfallen. Wo können die Wünsche hinkommen? Wo darf man sich da was wünschen? Unter welcher Adresse oder wie läuft es ab? Live am Also besten an dann? sich, genau, ich mache oft immer einen Aufruf, gerade bei Mhm. Instagram. Da gibt es ja so kleine Fenster, dann sage ich, Genau. hey, was möchtet ihr gerne hören? Und dann notiere ich das natürlich und dann kriege ich auch ganz viele Nachrichten ohne Ende von den größten Songs, Liebessongs. Ansonsten hat man natürlich auch in dem Moment, in den Kommentaren, die Möglichkeit, einfach seine Lieblingssongs auch reinzuschreiben. Sehr Ne? gut. Sehr gut. Da gucken wir mal. Also, da sind wir doch dabei. Am Sonntag, 20 Uhr, auf YouTube, Instagram, Auf TikTok. auf TikTok. Also, TikTok einschalten. Genau. Genau. Sehr gut. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon hier bei uns, bei Promi-Geflüster, fast schon wieder am Ende. Aber das erste Mal war mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Deswegen, wenn du wieder was Neues hast, ruhig melden. Wir Sehr, sehr tauschen dann noch ein gerne. bisschen unsere Social Media Kanäle aus und dann kann eigentlich der Sache nichts im Wege stehen, denke ich mal, ne? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder zu dir kommen darf. Und Sehr gerne. ja. Zur Zeit natürlich geht es nur über diese Möglichkeiten, über den Online-Weg, aber ich denke mal, irgendwann wird man auch die Gelegenheit haben, wo wir uns dann mal persönlich kennenlernen. Ja. Das hoffe ich bei ganz vielen Leuten, weil ich habe so viele tolle Menschen schon jetzt kennengelernt, auch letztes Jahr und auch dieses Jahr durch diese ganze Radiogeschichte von meiner ersten Single. Und ich freue mich natürlich, wenn wir endlich wieder zusammen in einem Raum sitzen dürfen. Genau, und Ja. vor allen Dingen auf der Bühne stehen für andere dann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Lieber Kevin Bryan, ist das so richtig oder darf man dich Das ist Kevin oder Bryan perfekt. nennen? Perfekt, hast du es gesagt. Kevin Bryan, dir alles, alles Gute. Viel Erfolg und für 2021 nur das Beste, ganz klar. Und dass noch viele, Dankeschön. viele Songs kommen. Ich habe ganz viele Songs schon da. Sehr gut. Okay. Dankeschön. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Lieben Dank und bis dann. Ciao, ihr Lieben.